bin Oberleutnant Nadja, eingesetzt als interkulturelle Einsatzberaterin des Kontingentführers des deutschen Einsatzkontingentes MINUSMA. Mein Auftrag ist es grundsätzlich, den Kommandeur in Seitenentscheidungen zu beraten. Um diesen Auftrag wahrnehmen zu können, fungiere ich sowohl als Sensor als auch als Effektor. Heute sind wir im Vorklapp auf das Tabaski-Fest, eines der wichtigsten islamischen Feste hier in Mali. Da haben wir den Auftrag, im Namen des deutschen Einsatzkontingentes Hammel an die wichtigsten Kontakte zu übergeben in der Stadt Gao, um weiterhin eine gute Zusammenarbeit zu gewährleisten und um auch die interkulturelle Kompetenz des deutschen Einsatzkontingentes im Namen des Kontingentführers zu zeigen. Dass wir versuchen, über die Sprachmittler meist einige Wochen im Voraus Tiere zu kaufen, die wir dann bei ihm parken. Er kümmert sich um die Tiere und dann holen wir die einige Tage vor dem Fest ab. Wir haben jetzt heute den 6. Das Fest beginnt am Abend des 9. Juli. Das heißt, wir übergeben die Tiere immer 3 bis 4 Tage, manchmal nur 2 Tage vor dem Beginn des Festes, damit die Familien jeweils noch genug Zeit haben, die Tiere vorzubereiten, zu schlachten etc. Wir haben noch das Glück, dass die Außenwirkung des deutschen Einsatzkontingentes sehr gut ist, insbesondere in der Stadt Gao, sodass ein personeller Unterschied bzw. ein personeller Wechsel auf den Dienstposten keine große Rolle mehr spielt. Na, natürlich ist es wichtig, dass die jeweiligen Kontakte einen kennen und auch kennenlernen. Das ist ja eine ganz normale zwischenmenschliche Beziehung. Man muss seine Beziehungsebene finden. Also wir achten darauf, dass wir bei solchen symbolischen Übergaben nicht, also keinen Einzelpersonen diese Geschenke überreichen, sondern immer Vertreter für bestimmte Gemeinschaften. Also man kann sich das jetzt mal ganz plakativ vorstellen. Es gibt verschiedene Moscheen in der Stadt Gao und dann gibt es aber einen Imam, der von allen akzeptiert ist, als der erste Imam, als der wichtigste Imam. Und dann wird ihm quasi das Geschenk überreicht, stellvertretend für eine Geschenkübergabe an die muslimische Gemeinschaft. In dem Waisenhaus wird auch unterrichtet. Das heißt, es gibt sowohl einen Kindergarten als auch alle Klassen der Grundschule. Ich sag jetzt mal dieses soziale Gefüge, das ist hier viel, viel intensiver. Also hier geht keiner schlafen, wenn er weiß, dass der Nachbar noch hungrig ist. Deswegen ist es für uns immer recht wichtig, dass wir versuchen, gerade auch solche Sachen irgendwie zu unterstützen.